Aloha von Hawaii. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kona Daily live vom Ali Drive. In den Kommentaren stand es gerade schon, langsam wird's ernst. Es ist der Tag vor dem ersten von zwei großen Renntagen hier beim Ironman Hawaii. Ich stehe hier heute alleine. Frank kommt nachher noch dazu. Der hat noch einen wichtigen Termin, wo es um Organisation der Renntage geht. Aber ich habe zwei fantastische Gäste und selbst wenn Franks Hawaii-Erfahrung hier wegfällt, ist es trotzdem eine geballte Hawaii-Kompetenz, die ich habe. Bei mir ist Wenke Kujala, Teammanager von Team Erdinger. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ich habe, ja, muss man fast sagen, eine deutsche Hawaii-Legende bei den Age-Groupern und bei allen Hawaii-Startern. Alexander Lang ist bei mir. Ja, hallo. Herzlich willkommen auch hier in der Show. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Es ist 24. Mal hier, aber ich glaube, die Aufregung ist auch trotzdem noch genauso groß wie beim allerersten Mal, wenn man hier an den Start geht. 24 Mal Hawaii. Nehme ich mal mit, ich bin im Triathlon-Geschehen irgendwie seit 2012 habe ich meinen ersten gemacht. Das ist ja für euch schon gar nicht mehr wahr. Wenn du jetzt hier stehst, gehen dir deine Teilnahmen durch den Kopf? Verschwimmt das alles irgendwie in den Jahren? Oder sagst du, wow, wie war das früher, wie ist das heute? Also wenn man hier ankommt, dann kommen natürlich wieder ganz viele Erinnerungen auf. Und mein erster Start war 1991 hier. Und da habe ich jetzt einmal gerade ein paar Bilder noch bekommen, die meine Frau hierher geschickt hat. Die seht ihr vielleicht nachher noch. Und da werden natürlich auch immer wieder Erinnerungen wach. Genau, wir können es gerade sehen hier. Genau, der Schwimmausstieg, der Zeitnahme-Chip, der hing damals noch an der Badehose und den musste man dann da abgeben. Der war noch nicht am Fußgelenk. Und also es ist nicht so, dass man jetzt alles ganz genau noch weiß, aber es gibt immer wieder so Flashes, so Memory-Flashes, wo man dann sagt, da war das und da war jenes. Wir sehen gerade hier dein Material, natürlich aerodynamisch schon. Was ging damals, wurde schon auch damals ausgereizt. Aber ihr seid noch hier über den Ali-Drive gefahren. Genau, damals war die Wechselzone nicht am Pier hinten, sondern wir sind den ganzen Ali-Drive nach hinten geradelt in das Keahu Resort und haben dort unsere Räder abgegeben. Und ich hatte damals, das war 1991, hatte ich einen Aero-Helm und diesen Scott-Lenker, glaube ich, dieser ganz gebogene und einen Flaschenhalter hinten am Sattel auch schon. Ah ja? Aero-Räder gab es noch nicht so richtig und wilde Zeiten. Wenke, du hast auch Hawaii-Erfahrung. Erzähl uns, wie es dir hier ergangen ist. Ja, also ich durfte in der Tat auch dreimal hier an der Startlinie stehen. Ich bin ganz ehrlich, ich bin mit eher gemischten Gefühlen immer hergekommen, weil ich weiß, eigentlich ist es nicht unbedingt mein Rennen und es war mir einfach zu heiß. Keine Ahnung, also ich bin hier nie so wirklich gut klargekommen, aber ich war jetzt natürlich auch schon einige Male als Teammanager von Erdinger hier und ja, bin insgesamt jetzt das 11. Mal da. Und ja, es wird nicht langweilig. Wenn ihr so zurückdenkt an früher, man sagt ja immer, das wird viel diskutiert, das Rennen ist so groß geworden und es gibt wahnsinnig viel Kommerz und so weiter. Wie nehmt ihr das wahr? Also wie ist es heute im Vergleich zu früher? Es gibt wahrscheinlich immer Licht und Schatten, oder? Ja, auf alle Fälle. Ich meine, der Sport hat sich enorm professionalisiert und das ist ja auch eine Riesenchance für die Athleten. So professionell, wie es im Profisport zugeht, aber auch bei den Amateuren, das gab es früher nicht. Natürlich war es ein anderer Spirit, aber die Zeiten ändern sich. Und ich glaube, es wäre fatal, immer nur dem Alten hinterher zu trauern, sondern das Neue einfach auch anzunehmen, das Beste draus zu machen. Und ja, wer jetzt hier ist, ich glaube, den Spirit und dieses besondere Flair spürt man hier auf alle Fälle. Wie ist es bei dir? Ja, bei mir ist es genauso. Ich kann es total bestätigen, weil der Ozean hier, der Pazifik, ist immer noch der gleiche wie vor 20, 30 Jahren. Die Strecke ist zu 95% immer noch die gleiche. Es geht immer noch nach Hawi raus und wieder zurück. Man rennt immer noch auf dem Hawi, auf dem Ali Drive entlang. Man läuft auch dann am Schluss in das Energy Lab runter. Und wenn man es geschafft hat, wieder rauszukommen, dann kann man eigentlich schon sagen, man hat es geschafft ins Ziel. Und das ist eigentlich das, was hier dieses Hawaii ausmacht, diese Strecke. Und die ist genau gleich wie schon früher. Und alles andere, dieses Drumherum, das blendet man eigentlich aus. Klar, früher, damals, als ich das erste Mal hier war, war das Startgeld vielleicht $200 oder $250. Es ist halt eine Eins davor.
Aber was ist billiger geworden? Ja, alles wird teurer und ist ja logisch, dass dann die Startgelder hier sich auch anpassen müssen. Also ich finde es genauso toll oder noch toller wie früher, ehrlich gesagt. Ja. Darf ich nochmal kurz? Ja, ihr sagt es ja auch jedes Mal, man steigt aus dem Flieger, es riecht so, wie es riecht, die Luft ist, wie sie ist und genau so ist es. Also ich bin dieses Jahr auch mit einer echt großen Skepsis hergeflogen, habe mich wenig gefreut im Vorfeld, bin ich ganz ehrlich. Und ich war keine 12 Stunden hier und ich war gefangen. Und das hätte ich selbst nicht erwartet. Ja, sehr schön. Du hast angesprochen, es ist immer alles dasselbe, was sich ja verändert hat. Wir haben es auch gesehen, Badehose, Stahlrahmen und so weiter. Und wir haben auch mit vielen Profis schon gesprochen. Und es ist tatsächlich so, dass die das auch durchaus sagen. Die sagen zum Beispiel, im Laufen die Carbon-Schuhe haben einen unheimlichen Push gegeben. Aerodynamik ist wahnsinnig. Wir, nicht unweit von hier, werden Profiräder aufgebaut jeden Tag. Dafür sehen wir nachher auch noch was. Wir werfen noch den Blick auf das Rad eines deiner Schützlinge. Patrick Langes Rad haben wir abgefilmt. Aber wie war das früher im Vergleich? Kann man sich da noch dran erinnern, dass man sagt, so, boah, waren das Strapazen damals, bin ich froh, dass das heute anders ist und so weiter? Oder sagt man einfach, ging damals auch? Ja, ich muss sagen, ich bin da früher viel naiver dran gegangen. Ja, man ist einfach hergeflogen, ja, mit ein paar Kumpels zusammen. Wir haben uns damals mit der Sportuni, Allgemeiner Hochschulsport, haben wir uns zusammen für Rot angemeldet, haben diese Quali gemacht, haben es alle geschafft, haben uns hier angemeldet, haben einen Flug reserviert, haben irgendwie per Fax hier eine Unterkunft gebucht, sind hergeflogen und da hat man sich irgendwie gar nicht so den Kopf gemacht. Ja, man hat vielleicht irgendwo noch einen Aero-Helm schnell bekommen oder so, aber letztendlich war das gar nicht so wichtig, sondern es ging eher um dieses Training, um dieses Vorbereiten, um das Dabeisein, um das Mitmachen. Und jetzt ist halt noch ein bisschen ein Faktor dazugekommen mit dieser Technik, mit der Aerodynamik und so, mit den Schuhen. Aber letztendlich sind es ja also Zutaten irgendwie, aber die große Hauptzutat ist immer noch hier der Spirit und mit dem Herz dabei sein und die Strecke und die Insel genießen. Ja. Ja. Das finde ich jetzt. Also ich glaube auch, es ist natürlich wahnsinnig performancelastig geworden, vor allen Dingen im Profibereich, aber auch bei den Amateuren. Aber man sieht natürlich hier auch ganz viele Leute, die es einfach aus Leidenschaft machen, mit wahnsinniger Freude rangehen und ja auch diese Leichtigkeit transportieren. Und sowas früher auch eher. Also ich kann es nur bestätigen. Das ist schön. Man hat sich, also es ist ja toll, dass es heute die Möglichkeiten gibt, sich wirklich hochprofessionell mit Trainingsplänen, mit Coaches und so weiter vorzubereiten. Aber früher hat man, glaube ich, nicht so viel nachgedacht und hat einfach gesagt, ich will dahin und ich will es genießen, ich will es erleben. Und heute, vielleicht ist es auch ein europäisches Phänomen, zerdenkt man, glaube ich, oft das Thema. Man kann es übertreiben auf jeden Fall. Eine Sache, die ich mich immer oder sehr spannend finde und mich auch frage, wie ihr das früher gemacht habt, ist das Thema Ernährung. Also gerade so Wettkampfverpflegung und so weiter, da gibt es ja die wildesten Geschichten und die möchte ich natürlich jetzt von euch auch hören. Ah ja, du bist doch derjenige, der das jedes Mal schön abfotografiert, die vielen Gels drauf. Nein, also man hat natürlich schon Fehler gemacht, die man heute vielleicht so nicht mehr machen würde, aber auch damals zählte, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei uns schon, auch Salz war ganz normal zu nehmen. Man hat die Wettkampfverpflegung auch früher im Training getestet, also was heute wirklich ja auch hoffentlich gemacht werden sollte. Hört gut zu. Genau, hört gut zu. Nein, aber ich glaube, da, ja, man hat Fehler gemacht, die man heute auch macht, aber gerade im Profibereich kann man sich das einfach nicht mehr erlauben. Ja. Was hattest du so dabei, Alex? Ja, damals gab es ja noch nicht diese Gels, weiß ich gar nicht, ob es die schon gab, aber so Energieriegel natürlich auf das Oberrohr vom Rahmen geklebt und Gatorade gab es damals auch schon unterwegs auf der Strecke und beim Marathon irgendwann das Cola, das hat sich ja bewährt und das gibt es immer noch. Und mittlerweile ist es so, ich habe einen Kumpel zu Hause in Freiburg, der hat mir jetzt eine schöne Pampe gekocht vor der Abreise. Ja, und genau, angerührt mit Fructose und Maltodextrin und so weiter. Und ja, das wird besser klappen wahrscheinlich als damals. Der Punkt ist ja, Langdistanz, man braucht ja so viel, das kann ja kein Mensch mitnehmen, alles, was man da so an Bord haben muss. Ne? Und damit das klappen kann, braucht man Volunteers. Die stehen ja an der Strecke und schlagen sich die Tage um die Ohren jetzt, damit hier wir Sport machen können. Und Frank hat 2 von ihnen getroffen, denn es werden so viele Volunteers hier gebraucht, dass die natürlich auch oft aus der ganzen Welt rekrutiert werden. Das erzählt er gleich auch nochmal. Und wir haben einen kleinen Einspieler, vorher gibt es noch ein bisschen Werbung und ein kleines Interview gemacht mit 2 Volunteers, die aus Deutschland gekommen sind, um hier dabei zu sein.
8000 Volunteers werden gebraucht, um den Ironman Hawaii über 2 Tage zu stemmen. Das ist eine ganze Menge. So viele Freiwillige gibt es hier auf der Insel nicht. Darum fragt man in anderen Ländern. Wir haben 2 aus Deutschland gefunden, die hier sich einsetzen, damit das Rennen stattfinden kann. Hallo, woher kommt ihr, was macht ihr hier und was ist eure Aufgabe? Also ich komme aus Köln, ich heiße Claudia und ich begleite meinen Mann. Der hat sich für Samstag qualifiziert und dann habe ich gesagt, okay, ich mache am Donnerstag dann Volunteer. Was ist deine Aufgabe? Ich mache vormittags das Bike-Catching und am Abend dann noch den Finisher-Bereich. Also volles Programm, wird ein langer Tag. Wie sieht es bei dir aus? Hallo, ich bin der Marius, ich komme aus Ingolstadt. Ich bin am Mittwoch eingeteilt beim Bike-Check-In und am Donnerstagabend bei der Medaillenübergabe. Also auch volles Programm. Was wird die schönste Aufgabe sein? Die Insel genießen und einfach mal den Spruch 1000-mal zu hören, you are an Ironman, und meine Freunde anzufeuern und einfach nur Spaß haben und so viele Eindrücke hier einzusammeln, dass man sagt, boah, davon kann man ein Leben lang erzählen. Du bist an der Ziellinie zuständig, die Athleten quasi dahin zu bringen, dass sie sich irgendwo hinsetzen können, was essen können. Wird das schwerer oder wenn dein Mann dann ins Ziel kommt? Ich glaube, die Aufregung, dass mein Mann überhaupt ins Ziel kommt, ist, glaube ich, viel, viel höher, weil es ist wirklich anstrengend hier, denke ich mal. Aber ich freue mich einfach, die Leute in Empfang zu nehmen, wie die sich freuen und das ein bisschen zurückgeben zu können, damit solche Events auch stattfinden können. Und ich glaube, diese Events leben von den Helfern. Ja, sehr schön. Ich habe da mal reingeschaut auf der Website von Ironman. Da war ja eine riesen Liste von Dingen, die man sich aussuchen konnte. Fiel euch das leichter, eure Aufgabe zu finden? Es gibt so viele geile Jobs hier. Also angefangen vom Stand-Up-Paddle-Fahrer über Wettkampfrichter. Also es gibt schon coole Jobs. Also da ist für jeden irgendwas dabei, wo man sagt, hey, da sehe ich mich, da habe ich Bock mitzumachen und irgendwas für den Sport zu investieren. Also man muss ja nicht allein die ganze Wechselzone aufbauen, heißt bei uns in Ingolstadt. Ja, in Ingolstadt. Hast du schon Erfahrung, da in Ingolstadt zu helben? Wir haben in Ingolstadt von unserem Verein, vom Livepark, haben wir eine Mannschaft, die das aufbaut, mit dabei. Vom ESV Ingolstadt haben wir Mannschaften, die den Triathlon aufbauen. Und ich habe auch schon im Allgäu habe ich mitgeholfen, schon beim Aufbau. Das macht immer wieder Spaß und das macht irgendwie, man muss dem Sport was zurückgeben, man kann nicht nur nehmen. Und für dich ist das Rookie-Einsatz? Ja, erste Mal, also ganz spontan entschieden vor ein paar Wochen. Und gesagt, da mache ich mit und freue mich total drauf und mal schauen, wie es weitergeht. Vielleicht mache ich noch häufiger mit. Ja, sehr schön. Was bekommt ihr dafür? Ein T-Shirt und was zu essen? Oder wie sieht das aus hier? T-Shirt. Ich habe sogar 2 bekommen, weil ich 2-mal eingesetzt bin. Warum, weiß ich jetzt nicht, aber egal. Und ja, ich denke mal, versorgt wird man mit Getränke und Essen vielleicht auch. Weiß ich jetzt gar nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. Hauptsache, man macht dabei, ist dabei, man macht mit und hat Spaß. Ja. Das Rennen oder die Rennen sind ja am Donnerstag und am Samstag. Wir reisen immer am Montag ab und wenn wir zum Flughafen fahren, da ist immer die große Volunteer-Party, da wo am Vorabend noch die Sieger geehrt wurden. Seid ihr da eingeladen? Geht ihr da hin? Ich glaube, das schaffen wir nicht. Wir fliegen am Sonntag, glaube ich, Sonntag fliegen wir zurück und dann ist leider auch schon wieder unser Urlaub hier vorbei und mei. Dann leider ist man da nicht dabei. Man kann nicht alles haben im Leben, aber man kommt bestimmt wieder. Man kommt bestimmt wieder. Wie denn? Als Volunteer oder als Athlet? Ja, mal schauen, vielleicht in der M75 oder so. Da hätte ich vielleicht eine Chance oder so. Oder vielleicht zur Mitteldistanz. Ja, die gibt es ja auch noch, genau, in Honu. Wie ist es bei dir mit Triathlon aktiv? Ich bin aktiv, trainiere auch nach Power and Pace, Allrounder-Plan, aber halt eben die Ambition hier zu starten, die gibt es bei mir nicht. Also dafür reicht es nicht. Aber einfach mitmachen hier, alles erleben, genießen, das ist das Wichtigste. Ich glaube, wir sprechen uns am Abend deines Einsatzes wieder, ja, weil das inspiriert, glaube ich, im Zielbereich. Ja, großartig, dass ihr das macht. Vielen Dank, weil nur darüber kann das Ganze stattfinden. Ich finde es toll. Ja, viel Spaß bei eurem Einsatz, ja, und viel Spaß, viel Erfolg für eure Anhänge, ja, dass die auch einen tollen Wettkampftag haben. Gerne. Häng los. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, das Thema Volunteers, Helfer. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir kommt im Triathlon irgendwann immer der Punkt, wo ich jeden Einzelnen in den Arm nehmen möchte irgendwie und mich einfach nur bedanken möchte bei denen, die uns das ermöglichen. Ne? Man ist so fokussiert auf seinen eigenen Tag und dann stehen da Menschen, die einem das möglich machen. Kennt ihr das Gefühl?
Ja, also ich kenne es auf alle Fälle. Ich versuche auch regelmäßig zumindest beim Challenge in Rot auch zu helfen, beziehungsweise binde auch die Familie da ein, wenn ich selbst nicht kann. Es gibt einem schon wirklich viel und wie es eben im Film auch gesagt wurde, es ist wichtig, dass man einfach auch was zurückgibt. Ja, wir waren gestern Abend bei der Pasta-Party. Da wurde gesagt, es sind rund 5000 Teilnehmer und rund 7.000 bis 8.000 Helfer hier im Einsatz, also mehr als ein Helfer pro Athlet. Und man kann sich natürlich nicht bei jedem Einzelnen bedanken, es geht nicht, aber man hat dann halt im Ziel ein paar vor Ort, bei denen man sich bedanken kann im Namen, das dann eben für alle gilt. Aber der Großteil der Helfer ist irgendwo auf der Strecke unterwegs und da kann man sich zwar unterwegs mal kurz bedanken, aber es ist schade, man kann sich nicht bei jedem Einzelnen bedanken, ja, geht nicht. Du bist ja auch immer so schnell unterwegs, dass du auch keine Zeit hast. Du kommst ja immer, du fliegst ja vorbei. Ich hab gehört, früher hast du deinen Quali-Platz immer klar gemacht, indem du hier deine Altersklasse gewonnen hast. Ja, nicht immer, aber so drei, vier Mal schon. Das ist natürlich erstens mal beruhigend, dann hat man schon für nächstes Jahr die Quali in der Tasche. Und natürlich, wenn man jetzt aufs Geld guckt, spart man sich ein Quali-Rennen, klar. Aber es ist auch schwierig, da muss alles stimmen, muss alles zusammenpassen. Es ist ja nicht so, dass es so ein Automatismus ist. Man muss wirklich ganz sich gut vorbereiten und Männer darf man das fragen und wer 24 Teilnahmen hat, darf man das auch. Welche Altersklasse startest du? Inzwischen bin ich in einer Altersklasse, die möchte ich gar nicht mehr nennen, aber wen es interessiert, der kann ja im Internet nachschauen. Kennst du denn deine Konkurrenten? Oder auf was hast du dir vorgenommen? Ja, ich würde schon gern aufs Podest kommen, dass ich eben nochmal die Siegerehrung von oben aus auch genießen darf. Aber welcher Platz es dann wird, ja, das wird sich dann am Samstag zeigen, ja. Das Stichwort Plätze, das ist natürlich, jetzt sind wir so kurz hier vorm Profirennen, dass wir da ja auf jeden Fall drüber sprechen wollen. Wenke, habe ich gleich auch nochmal ein paar Fragen an dich. Für euch da draußen, macht mit, wir haben den Chat eröffnet, wir möchten natürlich auch von euch wissen, wen ihr seht als Siegerin und als Sieger bei den Profirennen. Und nachher gibt es auch noch was zu verlosen, da sprechen wir später drüber. Aber Wenke, du bist hier als Teammanagerin vom Team Erdinger Alkoholfrei, du hast mehrere Profis im Rennen. Was ist deine Aufgabe jetzt hier vor Ort? Wie muss man sich das vorstellen? Bist du, ja, bist das Oberhaupt der Familie oder wie ist das? Also das versuche ich daheim auch zu erklären, was meine Aufgabe ist und zu rechtfertigen, warum ja. Ich hier bin. Nein, ganz ehrlich, also wir haben dieses Jahr vier Athleten am Start, wirklich alle richtig gut drauf, also wir haben ein gutes Gefühl, wir haben Flo Angert, Patrick natürlich, die Dani Bleimehl und den Andi Dreiz mit seiner Wildcard, also wir sind wirklich sehr, sehr glücklich und meine Aufgabe hier ist natürlich auf der einen Seite zu repräsentieren, also auch wirklich zu sagen, die Marke Erdinger Alkoholfrei, die Brauerei steht hinter den Athleten, gibt ihnen ein gutes Gefühl, auch unser Eigentümer, der Herr Brombach, wird auch selbst, also ist heute Abend auch schon hier, zeigt es auch. Also das ist ein ganz essentieller Bestandteil. Und am Renntag versuchen wir und auch die Tage vorher natürlich so gut es geht, nochmal zu schauen, können wir irgendwo unterstützen, können wir irgendetwas machen. Am Renntag, glaube ich, hilft dann jedes bekannte und vertraute Gesicht, was vielleicht auch Zeiten gibt, auf die man sich auch wirklich verlassen kann. Also die Stimmen, das ist eigentlich so das, was wir hier machen. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich, dass hier die Szene einfach auch nochmal zusammenkommt. Also man nutzt es zum Networken, sich austauschen. Wir führen unwahrscheinlich gute Gespräche hier mit den Leuten, sind alle gut drauf und jeder nimmt sich auch wirklich mal die Zeit, hier in die Gespräche zu gehen. Was bedeutet das, ein Team zu haben in der vermeintlichen Einzelsportart Triathlon? Jeder weiß, man hat so sein eigenes Team um sich rum, aber verschiedene Profiathleten, die zusammen ein Team bilden. Das ist eine Riesenherausforderung. Also wie du schon sagst, Triathlon ist eine Einzelsportart, aber nichtsdestotrotz ist man auch stärker, wenn man als Team auftritt. Also gerade bei Erdinger ist es so, dass natürlich jetzt auch schon ja, fast zwei Jahrzehnte so geprägt wird. Mhm. Und für uns ist ein ganz essentieller Bestandteil einfach auch unsere breite Community, das Erdinger Active Team, also wo wir viele Age-Gruppen drin haben, die sich natürlich auch an den Profis orientieren. Also sie können, unsere Profis sind in dem Moment dann Vorbild und natürlich auch geben Inspiration, motivieren. Und wenn man dann noch unter dem gleichen Sponsor oder dem gleichen Team startet, ist es natürlich eine ganz wichtige Sache. Und ich glaube einfach auch, bin ich der festen Überzeugung, dass man als Team zumindest unterbewusst viel, viel stärker nochmal ist. Auch wenn wir hier jetzt drei Herren am Start haben im Blau, natürlich kämpfen die schon gegeneinander.
Aber ich bin der festen Überzeugung, dass sich auch jeder für den Erfolg des anderen freuen würde. Wer da nachher wohin kommt, das nötige ich euch nachher noch ab. Ich will natürlich eure Predictions auch haben. Zum Teamgedanken gehört natürlich auch dazu, ja, eben auf der einen Seite, aber du hast auch das gleiche Material, oder nicht, ihr habt nicht das gleiche Material, aber in ein Team gehören so viele Baustellen. Und eine davon ist der Mechaniker. Das habe ich vorhin schon angesprochen. Dafür haben wir einen kleinen Film vorbereitet. Wir haben nämlich Jens Neubert besucht von Canyon, der sich um das Rad von Patrick Lange kümmert und dafür sorgt, dass alles schnurrt am Renntag. Und da haben wir einen kleinen Film gedreht. Repariere ich hier gerade das Racebike von Patrick Lange, der hier versuchen will, am Samstag zum dritten Mal Ironman Weltmeister zu werden. Ja, einfach so im Rennen macht man eigentlich nur noch so die Standardsachen, wie alles durchzuchecken, dem Sportler ein gutes Gefühl zu geben, eventuell nochmal über ein paar Übersetzungssachen zu sprechen. Ja, Übersetzung ist vielleicht interessant für die Leute. Wir werden im Umwerferbereich oder im Kettenblattbereich 44-56 fahren. Also 56 als großes Kettenblatt und eine 11-25er Kassette. Das bietet eigentlich eine schöne, feine Abstufung. Genau, werden noch die DI2-Schaltung noch so programmieren, weil es ja eine Synchro-Shifting eingestellt ist bei der neuen Shimano mit den Diskbremsen, dass wir quasi die komplette Kassettenrange auf dem großen Kettenblatt fahren können und man dann quasi durch einen Zusatzpush dann erst den Umwerfer auslöst auf das kleine Kettenblatt. Das waren so Feinheiten, die dann halt mit dem Sportler oder mit dem Patrick halt besprochen werden, wie er sich das wünscht und wie er sich das vorstellt. Und, genau. Und ansonsten, ja, wird alles durchgecheckt, dann werden nochmal spezielle Reifen montiert hier für das Rennen, weil es halt nochmal ein bisschen mehr auf Pannensicherheit geachtet wird, weil da durch die spitzen Lavastellen, die hier und da rumliegen, und hier gibt es auch ab und zu mal viel Glas und so Sachen, da gerade im Stadtbereich, da achten wir halt auf sowas nochmal, dass da nochmal ein bisschen Tick mehr Pannensicherheit mit unterwegs ist. Aber ansonsten sind es die üblichen Prototypenreifen, wie wir jetzt schon seit ein paar Jahren fahren. Und genau, dann ja, gibt es hier und da noch so kleinere Upgrades. Also wir arbeiten gerade an einem Upgrade für ein Trinksystem für das Rad, aber auch eventuell für kommende Generationen. Das sind so Sachen, die nochmal getestet werden, auch von einem Sportler, die völlig freigestellt sind, die zu nutzen. Und ja, das sind einfach so Sachen, wie man das halt, sonst nur Standardsachen. Also alles, was Feinste getuned. Alles, was man so kennt, ne? Also gewachste Kette, Keramiklager, wo das Auge hinschaut, so. Also da werden keine Kosten und Mühen gescheut. Und im Profisport ist der Vorteil, dass die Profis meistens dafür bezahlt werden oder die Produkte so bekommen, dass man da nichts mehr groß machen muss.
ja, immer wieder ein Genuss, Jens Neubert dabei zuzugucken, wie er die Profiräder fertig streichelt, damit sie dann ins Rennen gehen können. Finde man eine, ja, schöner kann man es eigentlich nicht haben, dass du weißt, da hat sich jemand so um dein Rad gekümmert, dass ich mir einfach um gar keine Gedanken mehr machen muss. Ich nehme mal an, bei dir ist es nicht ganz so. Du musst dich selber kümmern um dein Rad, oder? Ja, ich habe es zu Hause auseinandergebaut, eingepackt und hier wieder zusammengebaut und mehrfach gecheckt auch. Und es funktioniert alles. Ich hoffe, dass es am Samstag auch noch so ist. Und klar wäre es natürlich von Vorteil, wenn jemand dabei wäre, aber bei mir ist es eigentlich auch mittlerweile jeder Handgriff. Und von daher, du hast dann kann man auch keinen anderen verantwortlich machen, wenn was schief geht, sondern ist man immer selber schuld. Absolut. Du hast vorhin hier einmal kurz geraunt und zwei Kettenblätter. Du ein Kettenblatt oder auch zwei Kettenblätter? Nein, natürlich auch zwei Kettenblätter, aber man sieht inzwischen viele Leute, die nur noch vorne ein Kettenblatt haben. Der Anstieg nach HW ist nicht steil, aber wenn Gegenwind ist, könnte es sein, dass man mal runterschalten muss. Aber ich glaube, selbst der Patrick Lange wird die ganze Fahrt auf dem großen Blatt bleiben. Du hast ja nun so viel Erfahrung hier gesammelt, auch in der Sicht. Hast du mal da mal richtig verwachst und hast gesagt, das war ein richtiger Schuss in den Ofen, dass ich das gemacht habe? Ja, the lowest low, ja klar. Früher ist man Schlauchreifen gefahren. Normalerweise lässt man beim Aufkleben gegenüber vom Ventil ein kleines Stück leer. Ich habe den ganz drauf geklebt und bin dann hier kurz nach dem Schwimmen auf dieser Kuakini Road, die es da hochgeht, hatte ich einen Platten gleich am Anfang. Und dann habe ich den Reifen nicht runterbekommen und dann ging es ja lange und dann sind ganz viele Leute vorbeigewuscht und dann muss ich mich umdrehen, mich neu fokussieren und dann habe ich bestimmt 10, 15 Minuten gebraucht, bis alles gewechselt war und so. Und dann ging es halt nochmal von Neuem los dann, aber sonst... Wenn wir das Lowest Low gehört haben, dann wollen wir natürlich das Highest High auch hören. Ja gut, Highest High war für mich persönlich war 2005, da ist meine Tochter geboren, die Alika, die ist mittlerweile 17 und die ist damals als ganz kleines Baby mit 3 Monaten hier dabei gewesen. Und da ist es mir auch gelungen, meine Altersklasse zu gewinnen und eine schöne Zeit zu machen und das war ein ganz tolles Erlebnis für mich, 2005. Ja. Kannst du das klar beantworten, was dich antreibt im Triathlon, hier immer wieder herzukommen, immer wieder dich zu qualifizieren, immer wieder dich mit den Besten messen zu wollen? Also ich habe meinen ersten Triathlon mit 17 gemacht und ich muss zugeben, in meinem allerersten Triathlon, der ging in die Hose, den habe ich nicht gefinisht, da hatte ich so Knieschmerzen. Da musste ich aufgeben nach 2-3 Kilometern, es war 1986 in Ettlingen und irgendwie habe ich so das Gefühl, so unfinished business, irgendwie muss ich da immer noch was hinterher, irgendwas hinterher rennen, aber es macht auch Spaß immer noch und vor allem das Training ist toll auch. Ja. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich meinen ersten auch nicht ins Ziel gebracht, jetzt hänge ich hier, naja gut, okay, kann man nichts machen, ja. Wie ist das, hast du so, oder könnt ihr mir auch noch beide nochmal sagen, so Routinen erarbeitet oder was war bei dir, gab es irgendwas hängen geblieben, wo du sagst, ja, das war auf Hawaii, das war richtig gut, das war richtig schlecht? Oder nur schlecht? Nee, auf gar keinen Fall nur schlecht. Sonst kommt man ja auch nicht wieder und sonst ist es, glaube ich, auch nicht so positiv behaftet. Aber mir fällt wirklich jetzt auch nichts ein, was so herausgestochen ist. Also zumindest sportlich nicht. Ja. Bei mir nicht. Könnt ihr nochmal, vielleicht, weil es gucken ja auch viele zu, die das mal machen wollen und so weiter. Mich interessieren so Sachen wie Routinen, die man nochmal machen kann, Race-Ablauf. Jan Frodeno hat neulich gesagt, das Wichtigste ist cool bleiben, sowohl irgendwie mit Eis als auch mental. Habt ihr was ihr den Leuten mit auf den Weg geben könnt? Ja, ich fange gern an. Also ja, auf alle Fälle. Also was sich daheim bewährt, muss hier nicht funktionieren. Also wir haben hier andere Bedingungen. Aber natürlich ist ganz klar, wenn man eine Routine hat für eine Rennwoche, dann macht es Sinn, die auch hierher zu übertragen. Vielleicht läuft man nicht die gleichen Geschwindigkeiten, vielleicht wundert man sich auch nicht, dass der Puls ein bisschen höher ist. Also absolut, ruhig bleiben, locker bleiben, aber schon auf das Gelernte auch vertrauen. Und Vertrauen in sich haben und nicht denken, oh, jetzt muss ich hier im Pazifik schwimmen und das ist super hart, das schaffe ich doch gar nicht. Sondern das schaffen alle. Vielleicht dauert es ein bisschen länger, aber geht nicht. Gibt's irgendwie nicht. Also wer hier ist, der macht es auch. Und es ist nicht nur bei den Profis so, es ist auch bei den Age-Groupern. Das Rennen wird im Kopf entschieden. Fit sind alle, die hier stehen. Und ganz ehrlich, wenn man da morgens am Pier geht, es können, keine Ahnung, 3000 Leute das Rennen gewinnen, wenn man so schaut, wie sie aussehen. Ja, Wahnsinn, ja. Nein, also wirklich auf Vertrautes bauen und sich nicht verrückt machen lassen. Nicht mehr so viel rumlaufen. Ja, und oder stehen. Genau. Alex, komm, was sind die geballten
Erfahrung hier aus Hawaii? Was ist das Wichtigste? Ja, natürlich. Ich meine, jetzt ist ja sowieso fast schon zu spät, um jetzt noch irgendwelche Trainingstipps zu geben. Genau, das aber ist rum. Aber das was ist rum, das ist abgeschlossen und von da nochmal schön schlafen, wenig rumlaufen, sich erholen, gut essen, gut trinken und locker bleiben und sich die Ziele natürlich nicht zu hoch stecken. Also eher ein bisschen tiefer stapeln und dann am Ende vielleicht doch besser performen, als man erwartet hat. Und das alles nicht so super ernst nehmen. Es ist zwar hier Ironman WM, Hawaii und so, aber das Ganze genießen, auch das Flair aufnehmen und ja, einfach genießen. Und, pünktlich sein, immer überall, nicht zu spät kommen, aber das ist hier sowieso garantiert. Ich habe noch was. Ja. Also es kann ja gut sein, dass man unterwegs da mal flucht, wenn es so windig ist oder der Wind ungünstig steht, sich immer wieder in Erinnerung rufen, dass man das ja auch wollte. Das hilft dann, ja, genau. Das hilft auf alle Fälle. Immer ein Lächeln auflegen, das ist immer mein Geheimtipp. Ja. Das muss jeder einfach mal ausprobiert haben, wenn in den schlimmsten Momenten sich versucht, wirklich physisch zu lächeln. Das ist fantastisch, was das mit dem Körper machen kann. Wir wollen gleich nochmal über, weil es ist jetzt bald soweit, nur noch wenige Stunden über das Frauenrennen reden. Bevor wir das machen, machen wir nochmal einmal Werbung und dann gehen wir hier mal ins Detail, wer das hier wohl so gewinnen kann. Here in Wolfenberg. So, ich habe es angekündigt. Wir haben hier über die Tage in Kona Daily alle Profis, die hier waren, auf diesem Kona-Shirt unterschreiben lassen. Und das könnt ihr gewinnen. Und dafür wollen wir von euch wissen, wer gewinnt das Ding, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Das könnt ihr in den Chat oder in die Kommentare unter dem Beitrag nachher schreiben. Und zwar bis, natürlich nur bis zum gewissen Zeitpunkt, weil wenn es rum ist, wissen wir es alle, bis Donnerstag. 6.10. 12 Uhr deutsche Zeit. Bis dahin gehen die Tipps ein und dann checken wir, wer es richtig hat und allen, die es richtig getippt haben, Männer und Frauen, verlosen wir das Ding. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig gesagt. Steht alles nachher auch nochmal in den Shownotes. Und ja, Wenche, lass uns über das Frauenrennen. Erstmal vielleicht als allererstes, für mich, ich muss mich immer noch mal ein bisschen daran erinnern, dass morgen schon Race Day ist, für mich, weil wir natürlich das alles uns angucken. Frauenrennen am Donnerstag. Wie ist deine Meinung dazu? Ich muss meine Meinung revidieren. Also ich habe am Anfang, fand ich es fürchterlich. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich finde es fürchterlich oder fand es fürchterlich für den Sport. Ich habe das Gefühl gehabt, man degradiert die Frauen etwas und schiebt sie so ein bisschen ab, um mehr Fokus auf den Männerrennen zu haben. Macht sie es halt einfach mit den vielen Startern. Ich habe aber auch natürlich die letzten Wochen und auch hier nochmal intensiv darüber nachgedacht und mittlerweile finde ich es eigentlich sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob das wirklich immer so sein sollte. Das kann ich noch nicht beurteilen. Das können wir alle erst, glaube ich, machen, wenn wir es dann gesehen haben. Aber ich finde, es ist eine Riesenchance für die Frauen. Also gerade nach diesen 2 Jahren Pause oder 2019 waren wir das letzte Mal hier, also vor 3 Jahren, ist jeder so unfassbar heiß auf dieses Rennen. Und die Frauen dürfen das als erstes erleben. Das ist der Auftakt, ja klar. Das ist der Auftakt, auf alle Fälle. Und das Rennen findet natürlich nachts in Europa statt. Aber man kann natürlich mit einem tollen Ergebnis, da kommen wir nachher nochmal zu, heißt es auch, dass du Freitag in den Nachrichten bist. Und dass direkt am Freitag drüber geredet wird. Und ich glaube, das ist einfach eine wahnsinnig große Chance für den Frauensport, nicht im Schatten der Männer zu sein. Gerade natürlich im Profibereich, sondern einfach auch komplett das eigene Rennen zu haben. Und auch für uns, die betreuen an der Strecke, ist es so, dass wir uns sonst immer teilen mussten und zu irgendeinem Punkt entscheiden mussten. Das gleiche Problem haben wir auch. Ja, genau. Gehen wir jetzt weiter bei den Männern schauen und eigentlich, und das ist so eng, aber eigentlich wollen wir auch zu den Frauen. Und das war immer ein bisschen schwierig und meistens sind die Frauen dann zumindest für eine Stunde oder anderthalb Stunden mal hinten runtergefallen. Und das ist jetzt nicht so. Ja, wie ist deine Meinung? Ja, das kann ich voll bestätigen. Das ist eine ganz große Chance, eben dieses Frauenrennen noch viel besser zu präsentieren. Wie die Wenke gesagt hat, das Frauenrennen ist oft ein bisschen in zweiter Reihe gestanden, wenn man die Übertragungen angeschaut hat. Und jetzt ist da voller Fokus auf die Damen. Ja. Und die haben das auch verdient, ne? Weil die Leistungen sind enorm. Ja, und ich muss ja auch mal sagen,
in Amerika wird es vielleicht gar nicht so auffallen. Also es wird ja auch daheim viel diskutiert. Es ist nachts, schlägt man sich zwei Nächte um die Ohren. Ganz ehrlich, wer Triathlon-Freak ist, macht es. Schläft vielleicht dabei ein. Auf jeden Fall. Ist okay, klar. Ja, dann schläft man halt dabei ein. Aber wir haben halt nun mal auch viele europäische Frauen, die das Rennen hier mitbestimmen können. Und ich bin fest davon überzeugt, dass der Fokus da massiv drauf gehen wird und dass die Frauen wirklich das Beste draus machen können. Dann lass uns doch mal ins Detail gehen. Ich habe es befürchtet. Ihr habt da natürlich hier, fang einfach mal an, ich will dich gar nicht so viel in irgendeine Richtung drängen, aber ihr habt mit Daniela Bleimel ja eine Athletin am Start, die wir ja auch in der Sendung hatten, die schon guter Dinge ist. Wie siehst du das? Ja, auf alle Fälle. Ich meine, was Dani dieses Jahr gemacht hat, es ist unfassbar. Also ich habe selbst zwei Kinder, es ist mir ein absolutes Rätsel, wie man so kurz nach der Geburt seines zweiten Kindes so performen kann. Mit einer Stärke, mit einer mentalen Stärke, die man halt wirklich aufbringen muss. Ich bekomme da auch wirklich Gänsehaut, weil das unfassbar ist, was Dani dieses Jahr geleistet hat. Und sie kann sich hier nur noch belohnen. Sie hat keinen Druck. Der Fokus ist auf anderen Frauen, definitiv, auch auf deutschen Frauen. Und für Dani kann hier sehr viel möglich sein. Sie ist unfassbar gut drauf, also wirklich gesund, stark, fit, hat den Rückhalt ihrer Familie und Freunde und natürlich auch Sponsoren, die sie einfach schätzen als keine 0815-Athletin. Sie ist einfach nochmal, hebt sich auch, sie hebt sich einfach ein bisschen aus dem Profifeld auch ab. Also ich glaube auch für viele daheim, wer Familie hat, jeder weiß es, es ist einfach eine andere Situation, als wenn sich 24/7 alles um den Sport dreht. Und trotzdem dabei professionell zu sein, seine Sache zu 100% zu machen, und das ist Dani. Also sie ist wahnsinnig zuverlässig, auch in Absprache mit uns kann ich das wirklich nur bestätigen. Und sie hat andere Grundvoraussetzungen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass sie sich hier nicht damit begnügen wird, ins Ziel zu kommen. Er hat ja auch 2019 hier schon, hat sie auch selbst gesagt, so ein bisschen Frieden mit ihrer Insel, mit der Insel hier gemacht und war ja auf dem Rad da schon eine der entscheidenden Persönlichkeiten. Ist das was, wo du denkst, wo sie auch wieder in diesem Jahr eine Rolle spielen kann? Ja, steht und fällt letzten Endes, was passiert im Wasser, ganz klar. Aber ja, sie ist super stark auf dem Rad und ich bin wirklich gespannt, was da passiert. Ja, lass uns mal das Feld ein bisschen weiterfassen. Wir sind ja jetzt hier, dass wir drei deutsche Frauen unter den, ich weiß nicht, wo ich jetzt Dani einsollten soll. Ich glaube, wir würden jetzt keinen Gefallen tun, wenn wir sie als Siegskandidatin bezeichnen würden. Wir gucken einfach, dafür sind einfach auch zu viele da. Aber was glaubst du, wer sind die entscheidenden Namen und vor allen Dingen auch aus deutscher Sicht, was ist hier möglich? Setzt sich die Siegesserie, die seit 2014 hier besteht, gab es immer einen deutschen Weltmeister oder deutsche Weltmeisterin? Geht das so weiter? Ich glaube schon. Also zumindest einen deutschsprachigen. Das ist einfach. Ja, das ist einfach. Naja, obwohl. Oder zwei Britinnen vielleicht sogar, die da gerne ein Wörtchen mitreden wollen. Nein, aber sind wir ehrlich, es wird sich natürlich um Dani Rief drehen, es wird sich um Laura drehen, die auch bei uns 2019 noch bei uns noch im Team war. Deswegen auch ein absolutes weinendes Auge bei mir. Ja. Wir haben uns ja gestern auch noch mal kurz ausgetauscht, aber Anne ist Anne. Ich habe sie vorhin noch mal laufen sehen. Wahnsinn. Also ist wahnsinnig gut drauf. Ob Lucy schon soweit ist, nach ihrer langen Verletzungspause, das im Marathon dann auch hinten raus zu stehen, wird man sehen. Aber Hawaii, 5 Euro ins Phrasenschwein, hat seine eigenen Gesetze. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es ein unwahrscheinlich dynamisches Rennen geben wird. Es wird viel Dampf auf dem Rad gemacht werden. Und ich glaube, dass da Dani schon versucht, noch eine Rolle zu spielen. Gerade am Anfang, das ist einfach ihre Stärke. Und inwieweit die anderen dann zusammengefahren wird oder man sie weglässt oder jemand ganz anders rausfährt, wird sich zeigen. Aber es gibt ja so viele gute Schwimmerinnen noch. Da ist einfach alles drin. Genau, und es bleibt von Anfang bis Ende spannend. Aber das ist wahrscheinlich für Daniela Bleimel auch eine Gelegenheit, vielleicht auch, wenn sie den Mut hat, auch eben da nach vorne zu gehen auf dem Rad und zu sagen einfach so, wenn wir da sind und schon was gemacht werden muss, vielleicht bin ich dann die Stärkere als ihr. Mal gucken. Ja, wäre zu wünschen. Was denkst du, Alex?
Aber du, die Predictions hast du noch nicht gesagt. Kannst du noch kurz überlegen? 1, 2, 3 brauche ich am Ende noch, oder? Kannst du schon raushauen? Nee, sage ich nicht, weil was? Ich... Nein, sage ich deswegen nicht, weil ich würde niemals gegen unsere... Ah gut, du hast Eisen im Feuer, ja, okay. Das, naja, das nicht. Kann ich, dann bist du die Einzige, die entschuldigt ist. Dann musst du das jetzt ausbaden. Okay, ja, also ich bin natürlich aus Deutschland auch, habe die deutsche Brille auf. Von daher würde ich mir auch natürlich auch wünschen, dass wir wieder eine deutsche Siegerin haben im Damenrennen. Ja, Anna Haug hat es ja schon geschafft jetzt zuletzt. Aber jetzt hat man natürlich in St. George nochmal gesehen, wie stark die Daniela Rief auch ist, die Schweizerin auf dem Fahrrad und auch sehr gut läuft mittlerweile. Also ich bin mir sicher fast zu 100%, dass die Siegerin wahrscheinlich deutschsprachig sein wird. Aber es kann sein, dass da ein Schweizer Akzent mit dabei ist. So ja, ist meine Befürchtung oder meine Voraussicht, glaube ich, dass schon die Daniela Rief nochmal Titel Nummer 6 holen wird, nachdem sie in St. George die High Five gemacht hat, ihre 5 Weltmeistertitel und da jetzt noch den 6. draufpackt. Ist so meine Prognose. Ja. Ist das nicht verrückt, dass eine Athletin wie Daniela Rief, die wirklich ja schon gar niemals irgendjemand mehr was beweisen musste, vor St. George ja eigentlich fast schon so weg war, irgendwie, also aus der öffentlichen Diskussion. Alle haben gesagt so, naja, da waren dann ganz andere Namen gehandelt und so weiter. Dann haut sie dieses Ding raus und auf einmal ist sie wieder wie selbstverständlich die Top-Favoritin. Es ist schon fast beängstigend, wie schnell das geht, oder? Ja, es ist Wahnsinn. Aber es zeigt natürlich auch, sie liebt es, was sie da macht. Sie muss es nicht, sie macht es aus einer inneren Überzeugung. Es ist genau ihr Ding. Und das strahlt sie aus. Diese Ruhe strahlt sie aus, diese Stärke strahlt sie aus. Und ich glaube, das lässt auch alle jetzt hier vermuten, dass sie ja schon eine ganz, ganz heiße Kandidatin für den Sieg ist und sich den auch nicht von Laura oder Anne oder wem auch immer Lucy wegschnappen lassen will. Du hast es ja am Anfang auch gesagt, das Rennen wird im Kopf entschieden und ich finde diese, wie soll man sagen, ja, diese Einstellung, mit der man hierher kommt, das fand ich gestern bei der Pressekonferenz ganz interessant, hat Sarah True gesagt. Sie hat einen 14 Monate alten Sohn zu Hause, schreibt an ihrer, ich glaube, PhD-Arbeit gerade, muss Kurse besuchen und so weiter und sie hat gesagt, ich glaube, ich bin die Einzige, für die sich das hier wie Urlaub anfühlt. Ich muss keine Windeln wechseln, ich habe keine Kurse zu besuchen. Ja, kann losgehen, wir können jetzt hier das Rennen durchstarten und ich glaube, dass das auch so ein Faktor sein könnte, ne? Wie gelassen man daran geht. Ja, natürlich. Und auch welche Inhalte hast du sonst? Also wie gesagt, wenn der Druck groß ist, du musst diesen Druck annehmen wollen. Ich glaube, die jetzt hier als heißeste Kandidatin oder Favoritin auf den Sieg gehandelt werden, die sind alle bereit, diesen Druck anzunehmen. Aber sie wissen halt auch, wenn man hier gewinnt, es ist life-changing. Und wenn dieser Gedanke irgendwann unterm Rennen aufploppt, kann das auch blockieren. Also ich glaube wirklich, so cool musst du dann erstmal sein oder halt das wirklich wegdrücken, dass dieser Gedanke nicht kommt. Da erinnere ich mich an Anne Haug, die wir im Ziel hier gefragt haben, ist dir eigentlich schon klar, was 2019, als die Weltmeisterin geworden wird, was du hier gerade gemacht hast und was das für dein Leben bedeutet, hat sie gesagt, ja, ich hoffe doch nix. Ich hoffe, alles bleibt, wie es ist. Das hat sie zumindest nicht im Rennen beschäftigt. Ja, genau. Ja, komm, jetzt müssen wir es raushauen. Oder lass uns einmal noch vorher, wer ist das sogenannte Dark Horse? Es ist ja immer so, ich meine, jetzt haben wir, die Namen sind ja schon gefallen, über die wir wahrscheinlich gleich auch diskutieren, wie sie verteilt sind, ne? Daniela Rief, Anne Haug, Laura Philipp, Lucy Charles Barclay, das sind immer so die Namen, die kommen. Aber wer ist diejenige oder wer können diejenigen sein, wo man sagt so, schau an, ja, genau. Also ich weiß nicht, inwieweit Fenella ihre gesundheitlichen Probleme in den Griff bekommen hat, wie da die Situation aktuell ist. Wenn sie die im Griff hat. War ja dramatisch zwischenzeitlich, hat auf Instagram um Hilfe gebeten. Ja, absolut. Vollkommen gesund, darf man Fenella mit Sicherheit nicht unterschätzen. Aber ich glaube trotzdem, dass das Rennen hier von keinem Dark Horse bei den Frauen gewonnen wird, sondern dass es die machen, die man jetzt auch vorn vermutet. Ja. Wie siehst du es? Ja, für mich wäre natürlich die Kate Matthews noch eine von den Favoritinnen gewesen. Ja. Die hat aber leider einen Unfall gehabt mit Patrick Lange zusammen in Texas und kann jetzt hier nicht starten. Das ist sehr schade für sie. Und sie wäre sicher auch eine Kandidatin für die Top 3 oder Top 4 gewesen oder Top 5. Und ansonsten will ich da jetzt keine anderen Namen nennen. Aber für mich ist ganz klar, die Daniela Rief die große Favoritin. Und dann natürlich Daniela Bleimel, Anne Haug und Laura Philipp natürlich, habe ich vorhin nicht genannt, aber der drücke ich auch ganz fest die Daumen, dass dies ja auf jeden Fall mit einem Podium klappt. Jetzt nagel ich dich fest. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Also Daniela Rief, Laura Philipp, Anne Haug.
sage ich jetzt mal. Ich glaube, was man noch bedenken muss bei der ganzen Diskutiererei ist, dass Lucy ist vielleicht sehr unsicher, inwieweit sie es nach hinten raus stehen kann, aber sie ist ausgeruht. Und sie brennt halt jetzt auch, ein Rennen zu machen. Also sie hat die ganze Saison von der Seitenlinie beobachten müssen und darf jetzt hier stehen. Ja. Also da bist du natürlich mega heiß, willst es wirklich für dich entscheiden und ich glaube, sie will nicht mehr Zweite sein. Und sie wirkte auch tatsächlich gestern auf der Pressekonferenz, wir haben sie danach auch noch im Interview gehabt, auch so, dass sie gesagt hat so, nö, also ich gehe ohne Bedenken hier rein. Ich weiß, wo ich stehe, alles gut. Ja. Ja, Frank hat sich jetzt gedrückt. Normalerweise nötige ich ihm auch immer seine Top 5 ab. Wir müssen es immer ein bisschen weiter fassen. Ich mach's auch mal. Ich würde sagen, ich fange es auch von hinten an. Auf Platz 5 ist für mich Chelsea Sodaro. Einfach deswegen, weil dieser Gedanke hat sich bei mir schon in Hamburg festgesetzt, als sie Zweite geworden ist hinter Laura Philipp, aber so eine unfassbare Zeit bei ihrem Rookie-Debüt da schon abgeliefert hat, dass ich glaube, dass sie nicht ganz nach vorne kann, weil da wird ihr vielleicht noch die Rookie-Problematik ein bisschen im Weg stehen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die auch lange Zeit im Rennen auch eine große Rolle spielen wird. Und keiner redet über sie. Also keiner Außer wir. Du hast jetzt ins Spiel gebracht, aber natürlich auch ihre Zeit in Hamburg ist halt nie wirklich so thematisiert worden, weil Laura einfach so unfassbar stark in dem Tag war. Ja. Aber auf alle Fälle eine Frau, die man nicht unterschätzen darf. Ganz genau. Man hätte an der Stelle auch noch genauso Sarah True nennen können, finde ich, die ja auch immer einfach durch ihre Geschichte hat bei Hitze schon große Probleme gehabt bei Rennen, war aber hier auch schon unter den Top 5, auch ganz am Anfang ihrer Karriere. Ist, finde ich, so ein ähnlicher Fall wie bei Lucy Charles Barclay, die auch hier nicht zu verlieren hat, die auch bei ihrem Comeback-Rennen gut performt hat, auch da schwierige Rennen zu absolvieren hatte, Streckenrekord schon abgeräumt. Also wenn die alles hier in den Griff kriegt, ist sie auf jeden Fall auch eine, denke ich, die es weit nach vorne spielen könnte. Die ihren Urlaub krönt. Die ihren Urlaub krönt, ganz genau. Und dann wahrscheinlich sagt so, ich muss... Nein, Quatsch, wer ein 14 Monate altes Kind zu Hause hat, der will schnell nach Hause. Ja, das glaube ich auch. Ja, Platz 4 und jetzt wird's spannend. Also ich habe auch so vom Zusammenwürfeln sitzt bei mir natürlich auch die Namen, die wir schon genannt haben. Und ich glaube tatsächlich, wahrscheinlich werde ich überrascht, weil ich auch schon vorhin gesagt habe, dass auf dem Podium Deutsch gesprochen wird. Ich glaube aber tatsächlich, dass es so kommt. Ich glaube, Lucy Charles-Barkley wird auf Platz 4 landen, wird natürlich das Rennen lange bestimmen. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, nicht, weil sie zu schwach ist, sondern weil die anderen zu stark sind, dass das bis zum Ende halten kann, bis für noch weiter vorne, weil dann kommen tatsächlich, ja, die, für die es drauf rankommen wird, wer ist beim Radfahren vorne, ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich mach's. Ich glaube, Anne Haug, oh Gott. Und Laura also Anne Haug und Laura Philipp betteln sich um Platz 2, weil ich glaube, dass ganz vorne niemand an Daniela Ries herankommen kann. Ich irgendwie finde ich, ist so ein bisschen wie im Football, man darf nie gegen Tom Brady wetten und genauso ist es bei Daniela Ries auch, wenn die fit an der Startlinie steht, dann spricht, finde ich, nach ihrer Performance in St. George wenig dagegen. Also ich glaube einfach, dass es ist. Ich lasse mich aber auch natürlich sehr, sehr gern überraschen von Laura und Anne. Und jetzt habe ich so lange rumgerödelt. Ich sag Laura Philipp auf Platz 2, Anne Haug auf Platz 3. Und wahrscheinlich kommt es am Ende alles ganz anders. Das vermute ich auch. Ja, ich habe keine Ahnung, wer hier, wie ihr das gesehen habt draußen, wen ihr da seht. Das werden wir uns natürlich alles angucken. Und das Schöne ist, in ein paar Stunden können wir schon sagen, sind wir schon soweit. Was macht ihr bis dahin noch, Wenke? Wir haben jetzt noch ein, zwei Meetings, dann kommt der Herr Brombach, da freuen wir uns sehr. Genau, der Chef kommt und wir gehen heute Abend noch zusammen essen, leider nicht mit der Dani, denn der geben wir heute Abend frei, dass er sich ausruhen kann. Ja. schöner, entspannter, aber auch sicherlich wieder ein sehr informativer Tag und wir freuen uns dann nachher auch zu zeigen, dass es Bier auf Hawaii gibt. Sehr gut. Genau. Alles angekommen? Nein, leider nicht. Wir haben echt Probleme gehabt dieses Jahr, aber es reicht. Ich habe aber schon Menschen mit blauen Flaschen hier in Restaurants gesehen, also es scheint ein bisschen was da zu sein. Ja, aber in der Tat nicht so viel, wie wir ursprünglich wollten. Aber nichtsdestotrotz, klar, wir haben schon dafür gesorgt, dass es hier eben auch das zu trinken gibt, was unseren Sportlern Sicherheit gibt. Wie erlebst du morgen den Renntag?
Schwimmstart ganz normal dabei sein. Dann werde ich wahrscheinlich nicht rausfahren, sondern werde zusehen, dass ich oben am Kuakini stehe und dort die ersten Zeiten gebe. Dann Danis Team, also ihr Mann, fährt raus, sprechen wir uns ein bisschen ab und dann beim Laufen halt wieder sehen, wie es weitergeht. Es wird ein heißer Tag. Auf jeden Fall. Alex, wie ist es bei dir? Du hast ja noch ein bisschen Zeit dahin. Du hast ja noch Programm. Ja, ja, aber ich bin ja nicht alleine in meiner Wohnung im Apartment, sondern ich habe jemanden dabei und der ist morgen dran. Der muss morgen starten und von daher werde ich morgen auch sehr früh aufstehen, gezwungenermaßen, und werde auch mit zum Pier gehen und ein bisschen gucken und werde dann auch den Tag über immer mal wieder vorne an diesem Hot Corner vorbeischauen, wo man eigentlich ziemlich oft vorbeikommt. Und dann aber wieder ins Apartment gehen, die Beine hochlegen und vielleicht dann im Internet verfolgen und am Schluss dann auch wieder ans Ziel gehen. Aber um Mitternacht werde ich, glaube ich, nicht mehr in der Ziellinie stehen. Ich muss dir mal das Mikro wegnehmen. Ich hoffe, du legst die Beine hoch und tankst halt richtig Motivation. Ja, natürlich, ja. Also ich drücke natürlich ganz fest die Daumen allen Teilnehmern und wünsche allen viel Erfolg und werde auch anfeuern, aber im Rahmen, dass ich noch am Samstag auch noch ein bisschen Kraft übrig habe für mich. Nervös wird man nicht mehr nach so viel Teilnahmen, oder? Ja, man ist schon nervös auch. Und wenn man da noch jemanden, der schon vor wird, das wird dir vorweggenommen, oder nicht? So die Nervosität, wenn du schon einen hast, der bei dir schon die ganze Zeit jetzt heute quasi schon durchdreht, oder... Kannst du da beruhigend einwirken? Es potenziert sich wahrscheinlich. Ja. Ja, nee, der ist ganz cool eigentlich. Der ist gar nicht so aufgeregt, der dabei ist. Grüße von hier an den Carsten Kanneberg. Wünsche dir morgen viel Erfolg. Und toi, toi, toi. Ja. Aber hast du noch irgendwas jetzt? Machst du noch irgendwas? Irgendeine Routine? Irgendwas, wo du sagst, du hast noch letztes Mal anschwitzen oder ich weiß nicht was, keine Ahnung, bis zum Check-in? Ja, da gibt es, glaube ich, für jeden Athleten so ein standardisiertes Programm, dass man sich eigentlich die letzten ein, zwei Tage vorher eher ausruht und dann am letzten Tag vom Wettkampf noch so eine kleine Aktivierung macht, noch ein kleines Läufchen, vielleicht ein paar hundert Meter schwimmen und vielleicht nochmal das Rad kurz testet, ob alles funktioniert, und dann reißt man keine Bäume mehr raus am Tag vorher. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Dir natürlich alles Gute für dein Rennen. Ich könnte stundenlang jetzt hier noch mir die Anekdoten erzählen lassen, aber vielleicht sehen wir uns ja danach, wenn du vielleicht das Podium schaffst, wenn du die Salatschüssel bekommst. Mal gucken, wir werden sehen. Wenke, dir auch vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Ja, wir sind am Ende angekommen von dieser Sendung und alle Infos, alles, was wir vorhin gesagt haben, Tippspiel und so weiter, findet ihr in den Shownotes. Guckt da rein, auch auf die Informationen. Alles Weitere, die berühmte Frage, wann fangen die Rennen an, wo kann ich sehen, wie kann ich es gucken, findet ihr alles auf trimark.de. Wir geben natürlich hier weiter Gas, es gibt Interviews mit den Athleten, da kann man dann nochmal für sein eigenes Tippspiel sich nochmal ein Bild machen. Wie sind sie drauf? Einmal tief in die Augen schauen, das hilft manchmal. Aber ich fand tatsächlich, die waren alle sehr, sehr. Ich habe hier keine verunsicherten Athleten dieses Jahr erlebt. Das soll es für heute gewesen sein. Morgen machen wir keine Show, da machen wir Halligalli. Dafür geht es uns morgens um... Ja, ich denke mal so gegen 3:30 wird es für uns losgehen, da werden wir aufbrechen. Schlafen ist wahrscheinlich vorher auch wenig drin. Und dann geht es bis um Mitternacht, bis der Zielbogen zugeklappt wird. Und danach arbeiten wir weiter, aber danach sind wir natürlich wieder da und dann sprechen wir darüber, wer Weltmeisterin geworden ist. Und wir sind schlauer. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für die Einladung. Bleibt uns treu und macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.